gegen Osnabrück. 66-72, drittes Viertel war, glaube ich, das Entscheidende. Da waren 10 Punkte zu 27. War das das entscheidende Viertel, warum wir heute verloren haben? Ja, also von den Statistiken her kann man das auf jeden Fall sagen. Also, wir sind aus der Halbzeit sehr schlecht gekommen, defensiv von allem. Aber mein Gefühl war das nicht allein im dritten Viertel, sondern in das ganze Spiel. Also ich glaube, wir haben unsere Rhythmus offensiv nicht gefunden. Das ganze Spiel, nur die letzten paar Minuten, haben wir gefühlt, so wie wir normalerweise spielen. Aber defensiv haben wir von der ersten Minute die Fehler gemacht, dass wir eigentlich vorher gesprochen haben, dass wir nicht machen wollen. Also das war auf jeden Fall entscheidend, das dritte Viertel. Aber mein Gefühl war, dass eher so den ganzen Viertel, das ganze Spiel eigentlich so war. Ja, jetzt Nationalmannschaftspause. Du gehst... hast keine Pause, sondern gehst zur Nationalmannschaft. Erzähl mal kurz, wie die nächste Woche für dich aussehen wird. Ja, genau. Also wir fahren morgen schon los um 9 nach Halle und dann treffen wir uns alle in Halle. Und dann ging es los, wir haben morgen schon Training und dann haben wir 3 Tage, wo wir intensiv vorbereiten können, also nach der Reisetag morgen. Und dann spielen wir am Donnerstag gegen Nordmazedonien und dann fliegen wir am nächsten Tag nach Belgien und dann haben wir das zweite Spiel am Sonntag. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr intensiv sein, aber man hat immer Spaß und Freude bei der Nationalmannschaft, deswegen freue ich mich total. Sehr gut, viel Erfolg dafür. Was machen die TK-Luxinnen in der Woche, die nicht da sind? Also Patti Brossmann ist ja bei der Nationalmannschaft dabei, genau. Und Alexandra Tarasa war auch. Ja. Und der Rest, kriegt der Pause, oder? Genau, also die haben rein theoretisch Pause, aber die haben einen Athletikplan von uns bekommen. Also die werden auf jeden Fall dann weiter auf Athletik. Die haben dann so 5 Workouts für die ganze Woche, aber wir machen eine Pause von Basketball, dass sie den Kopf nochmal freischalten können, ein bisschen mehr intensiv auf die Körper arbeiten können, auf das Kondition. Und dann werden wir am Montag wieder anfangen, gleich mit Training. Okay. Ja, dann trotzdem ein schönes Wochenende noch und ganz viel Erfolg mit der Nationalmannschaft. Vielen, vielen Dank auch.